Rammstein hat jetzt auch die ersten Konsequenzen gezogen und sie lassen die Peniskanone jetzt weg. Ja, das Problem bei mir ist halt, dass ich auch einfach so eine Verachtung gegenüber Rentnern habe. Ja. Weil die einfach permanent, das ist ja deren Hobby, beim Arzt rumzusitzen. Aber du machst gerade so gute Störgeräusche, hallo, ne? Schön, dass ihr da seid. Störgeräusche, das gehört hier zur Atmosphäre. Ah, stimmt, du hast da gerade deine Geldwerte sortiert, ich hab's vergessen. Ja, ein Geldkoffer. Tut mir leid. Von der Scholz-Regierung, dass wir hier die linksgrünen versüfften Medien raushauen können und Neuigkeiten. Hm. Tagesschau ist cool. Tagesblaue vom Himmel lügen. Was hast denn du? Warte mal, ich sehe gerade erst. Neue Frisur, eine ne? Seite, das habe ich bis jetzt nicht gemerkt. Na, da sieht man es nicht so. Ach weil so. Da dein. Also, es. Tino hat jetzt quasi diese glatzköpfige Überkämpffrisur, nur dass er keine Glatze hat. Nee, sie hat alles schon öfter gehabt, diese Frisur. Also, jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht, aber zur Uni-Zeit. Und es fand ich mal ganz cool, so fresh. Auf dem Kopf so eine Scheitelinsel haben und an der Seite hinten abrasiert. Wie der Ronny aus Weimar West. Ja, das nicht, aber nein, so sieht's nicht aus. Till Lindemann so ein bisschen, die Frisur. Ist das jetzt so ein Solidaritätsding? Im Gegenteil, aber ich habe so geschwitzt die letzten Tage und hat Mio gesagt, komm, ich hol jetzt die Maschine raus, mach einfach jetzt hier einen klaren Schnitt so und dann eine Kahlschlag. Eine modische Zäsur auf dem Kopf. Genau, Kahlschlag, jetzt sehe ich aus, wie ich aussehe und ich fühle mich richtig heiß. Okay. Es ist so heiß, dass es mir gar nicht aufgefallen ist. Nee, das Ding ist halt, auf der Seite sieht man es, auf der anderen Seite, mit der du reinkommst in den Flur hier, ins Foyer, da sieht man es halt nicht so, weil die Haare so drüber hängen. So in den Redaktionsvorraum quasi, wo wir unsere Vorgespräche führen und so. Genau. Damit ihr euch hier übers Guckradio freut, also Tino sieht einfach sehr gut aus, ihr müsst das einfach sehen, aber dann könnt ihr ja bei seinem Instagram vorbeischauen, da kommt bestimmt direkt wieder ein gutes Selfie mit einem Kessenspruch drunter. Ja, habe ich lange nicht mehr gemacht, aber voll gerne. Ich habe letztens übrigens den aktuellen Programmchef von einem Radiosender hier in Weimar kennengelernt, da habe ich mich angesprochen, wer ich so bin. Es war auf einer Vernetzungsparty und habe ich mir so ein bisschen ein paar Sachen erzählt, so aus der Vergangenheit. So, das, was das gibt's denn da für Sachen? Weimarer Radios und er fand es sehr interessant und hat ein Angebot unterbreitet, aber ich habe gesagt, naja, mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen, ich habe über Radio sehr viel Schlechtes gehört, so, und deswegen habe ich erstmal gesagt, mal gucken. Aber hat eh keine Zukunft. UKW gibt es bald nicht mehr und dann ist so, genau. Feierabend. Offene Kanäle sind eh alle Quatsch. Also mal gucken. Fand ich nur interessant, dass da Interesse bestand von einer Person. Ich habe mir mit Radio nichts am Hut, ne? Ich habe halt nur Schlechtes gehört darüber. Ja. Fand ich ganz witzig. Ich habe vor allem nur Schlechtes gehört im Radio. Ja, und auch gesehen teilweise. Sondern das war ein paar Jahren, da war es, also das war unterirdisch, was ich da gehört habe. Also richtig unterirdisch, ja. Mhm. Tatsächlich. Ja, oberirdisch ist es aber in den Themen diese Woche, denn ich glaube, das bleibt so ein bisschen an der Oberfläche. Ich weiß nicht, was du so alles hast, aber im Vergleich zur letzten Woche wird es vielleicht etwas schwächer, aber da beginnt ja unsere Arbeit. Ja, also die Podcasts werden ja nicht schlechter, wenn die Themen schwächer sind. Ich habe ein paar Trivia-Facts. Im Gegenteil. Ja. Weil wir dann uns ja richtig die Gags aus dem Arsch ziehen müssen. Ist quasi so. Nee, ich habe ein paar Trivia-Facts und auch einen großen Verlust der Menschheitsgeschichte. Ich habe gerade hier auch, warte mal ganz kurz, auch ein Verlust hier. Wo kommt das denn her? Hier ist so ein richtig kondensierter Riesenfusselstaubklumpen, der einfach an meiner Hose geklebt hat. Ich mach den mal unter das Sofa. Wir müssen Köpfe rollen, auf jeden Fall. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Der Podcast-Nekrolog ist größer geworden, aber dazu gerne später mehr. Nach unserem saftigen Aloha von der Datenautobahn. Das stimmt, ja, hallo. Der virale Hitler geht an den Otto der Woche. der Win der Woche. Nee, was hatten wir noch so für Kategorien? Eingedermanentend, nein, warte, was? Serienmörder. Serienmörder, ja, ich gucke gerade wieder meine, also, oh, Tino. Ich habe auch eine Serie angefangen, kann ich auch gleich berichten. Ja, ist bestimmt The Last of Us. Nicht ganz. Ich muss mir jetzt eine neue Rubrik hier im Podcast reinmachen, jede Woche The Last of Us Reminder. Hänge ich hier wieder so Zettel an die Wand, auf den der wusste eigentlich. Ja, der ist immer noch hinterm Schrank, weil der irgendwann mal runtergefallen ist. Die Redaktion arbeitet echt überhaupt nicht mehr, ey. No. Ich gucke wieder die Serie, die ich so hate-watche. Von der habe ich hier im Podcast schon sehr oft erzählt. Eine Unterserie von The Walking Dead. Sie heißt Fear the Walking Dead. Da habe ich berichtet über das Spalten einer Pistolenkugel oder so eine Wrestling-Szene mit so Reggae-Musik und so.
Gab es öfter schon mal im Podcast. Und die ist jetzt in der letzten Staffel und es ist wieder so scheiße. Ich will das echt nicht angucken, wenn es scheiße wäre. Mich tut es was richtig ab, wenn ich merke, es ist schlecht. Naja, es gibt ja verschiedene Arten von schlecht. Ja? Wenn es so schlecht ist, dass du da einen Entertainment-Faktor rausziehst, dann ist es ja wieder gut. Nee, das kann ich nicht. Ich kann nur Filme gucken, die bewusst schlecht gemacht sind, wie Alexander Markus, der eine Film, den er gemacht hat, oder Fraktus und so. Mhm. Das sind so Filme, wobei Fraktus zählt nicht ganz rein. Helge Schneider vielleicht ein bisschen mehr. Das sind Filme, die sind bewusst irgendwie so dilettantisch gedreht, dass es Spaß macht, zuzugucken. Aber wenn die mehr wollten und es ist einfach scheiße geworden... dann mag ich das nicht. Eine Ausnahme gibt es, The Room von Tommy Wiseau. Der ist fantastisch. Mhm. Der ist ja auch ein riesiger Hollywood-Film gewesen, aber richtig, richtig schlecht. Und er hat es halt nicht gemerkt bis zum Schluss. Fand ich echt witzig. Der macht jetzt gerade so einen neuen Film, ne? Der kommt irgendwie in den nächsten Monaten raus, soweit ich weiß. Sowas wie, das weiß ich nicht. Sowas ähnliches wie Sharknado. Also es ist schon, also das, ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so witzig, weil jetzt weiß er, he's in on the joke. So. Inzwischen aber, ja. Also es ist halt auch so ein Film mit so einem, irgendwie in der Großstadt schwimmt auf einmal so ein Riesenhai rum und es ist alles super schlecht animiert und so, aber vielleicht wird es nächster neuer Hit von ihm. Wen es interessiert, es gibt diesen Film Disaster Artist, da geht es um Tommy Wiseau und The Room. Das war halt ein Mann, bei dem man lange Zeit nicht wusste, wie alt er eigentlich ist und wo er herkommt, der einfach in den USA war, sah aus wie 40, aber gab sich als 20-Jähriger aus und hat aus nichts einen Hollywood-Film aus den Rippen geleiert, mit einem furchtbaren Drehbuch. Er hat selber Drehbuch geschrieben und Hauptrolle gespielt und produziert und keiner weiß, wo das ganze Geld herkam. Und er hat bis zum Schluss echt gedacht, dass er hier ein Meisterwerk produziert. Und die Legende besagt, dass erst bei der Premiere, als alle gelacht haben, er erst sich geschämt hat. Danach meinte, nee, ich mache daraus jetzt einfach eine Tugend und verkaufe das einfach als Komödie, obwohl es offensichtlich keine Komödie sein sollte. Es ist einfach nur schlechte Schauspieler, schlechtes Skript. Da sind Handlungsstränge, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die nie wieder auftauchen. Nur ein Beispiel. Es gibt eine Szene, wo die Schwiegermutter von seiner Figur quasi mit ihrer Tochter spricht und die Mutter quasi sagt, dass sie Krebs hat und bald sterben wird. Und dann passiert einfach nichts mehr mit der Mutter. Es ist einfach nur eine Szene, ich werde bald sterben. Und das kommt nie wieder vor, die Oma. Also richtig weird. Ja, das ist großartig. Ich finde das schön, dass du das hier zusammenfasst. Ich würde sagen, 90% aller Leute, die hier zuhören, weil wir sind ja Brennpunkt Internet, ja, kennen diesen Film. Zumindest haben davon gehört, weil es eigentlich ein großes Meme ist. Und ich finde auch geil, was da für eine Filmschaukultur drum gewachsen ist. Also da gibt es ja echt so große Screenings. Also der läuft ja noch in Kinos ausgewählt, genau. Immer so. Und dann bringen die Leute irgendwie Löffel mit, weil es eine Szene gibt, wo so ganz viele Löffel zu sehen sind. Und bei dieser Szene werden die Löffel dann alle an die Leinwand geschmissen und so. Es ist großartig. No, I did not her. That's bullshit. It's not true. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Also es sind so Memes, die einfach legendär sind, weil er echt so furchtbar gespielt hat. Laut Legende hat er diese eine Szene irgendwie 100 Mal gedreht, also 100 Takes oder so gebraucht, bis sie perfekt ist. Um diesen Satz einfach mal aussprechen zu können. Oh no. Weil er wollte auch, dass das Drehbuch 1:1 so ausgesprochen wird, also die Texte. Es gibt da Regisseurinnen und Regisseure, die sagen, ey, hier ist ein Skript, macht was draus. Aber es gibt auch Regisseure, die sagen, nee, ich will 1:1, dass du diese Sätze so sprichst. Letzteres hasse ich übrigens. Das ist ja auch total dumm. Und er hat das halt auch von sich selbst quasi beansprucht und hat dann es ewig nicht geschafft, diesen Satz auszusprechen, weil er eh schlecht spielen und sprechen konnte. Und dann haben sie einfach den ersten Take genommen, der geklappt hat, und er ist furchtbar geschauspielert, aber er hat diesen Satz ausgesprochen und deswegen Riesenlegende, The Room, beziehungsweise Disaster Artist, wo es erklärt wird, großartig. Als Einstieg. Hi, Tino. Wollen wir vielleicht nochmal, weil wir haben jetzt 2 Wochen drüber geredet, das Rammstein-Ding am Anfang nochmal aufrollen. Denn ja, da gibt es noch neue Entwicklungen. Ja. Jetzt erzähl mal, was es Neues gibt, während ich die Badtür mal zumache, damit ich nicht die ganze Zeit schlacker. Mach gerne mal. Die Ohren schlackerten auch von vielen Rammstein-Fans, als sie hören mussten, was Till Lindemann für ein Ferkel sein soll. Es gilt die Unschuldsvermutung, wenn ich es sonst ja noch abmahnt. Ferkelfried, finde ich ganz lecker. Also, Till ist ein guter. Lecker, stimmt. Ich hab jetzt wieder einen kleinen Film, Filmdreh. Einen kleinen Filmdreh, und da wurde gefragt, was ich gerne am Set hätte. Ich habe geschrieben, stilles Wasser und diese Fred Ferkel Gummibärchen. Mehr will ich gar nicht haben. Aber die Party Fred finde ich noch geiler. Die neuen. Ja, ist auch lecker, das stimmt.
Jedenfalls, Till Lindemann soll, wird vorgeworfen, dass er jungen Frauen irgendwelche Sachen eingeworfen hat, irgendwelche K.O.-Tropfen. Und seinen Penis. Und hat halt junge Mädchen systematisch casten lassen, um mit denen Sex zu haben. Wird ihnen alles vorgeworfen. Jedenfalls, die Neuigkeiten sind, dass Universal jetzt die Arbeit mit ihnen einschränkt und das Marketing gestoppt hat, ihre Alben. Was quasi ja sad ist, weil, also für sie zumindest, weil sie jetzt nächstes Jahr 30 Jahre ein Rammstein feiern wollten. Und die auch sind jetzt länger beständig als ihre Groupies alt sind, tatsächlich. Hm. Die durften nur Anfang 20 sein, maximal. Und die haben auch gerade wieder irgendwie das Du hast Musikvideo nochmal remastert und so. Ganz schwierig. Dann gab es auch Technikunternehmen, die für die Band gearbeitet hat, haben. Die haben die Aussagen vieler Frauen bestätigt, dass sie eben extra so schwarze Räume, werden sie genannt, aufbauen sollten und extra Partys für Lindemann geschmissen worden sind und sie jetzt auch auf Distanz gehen. Wo man erstmal sagen könnte, oh, coole Unternehmen, dass sie jetzt auch auf Abstand gehen, aber warum haben die geschwiegen jahrelang? Jetzt erst, wo es bekannt wird, wollen sie nicht mehr mit Rammstein arbeiten, ist ein bisschen schwierig zu bewerten. Und dann hat die Berliner Staatsanwaltschaft jetzt auch ermittelt oder ermittelt gerade gegen Till Lindemann aufgrund eben von den ganzen Vorwürfen. Und das Vorletzte, was ich noch dazu berichten kann, ist, dass es der Erste aus der Band Stellung bezogen hat, nämlich der Schlagzeuger. Der Schlagerzeuger, nämlich Christoph Doom-Schneider. Wusstest du das im Wort Flugzeugträger? Das G kann man wo ist das? Nordrhein-Westfalen kann man das auf drei Arten aussprechen, das G. Und alle drei Arten findest du im Wort Flugzeugträger. Flugzeugträger. Finde ich großartig. Christoph Doom-Schneider, der Flugzeugträger der Band. Der hat jetzt ein Statement gepostet bei Instagram, wo er halt sich distanziert von den Geschehnissen, wo er auch beschreibt, dass er nicht glaubt, dass auf den Partys irgendwie illegale Sachen passieren. Er hat auf den Partys, was er mitbekommen hat, nur gesehen, dass erwachsene Leute Spaß haben, aber auch, dass sich Till von der Band lange schon entfernt hat irgendwie und dass es ja traurig ist. Er viel sein eigenes Ding macht. Der ist traurig, dass er nicht bei den After-After-Shows dabei sein konnte. Das kann auch sein. Dass er Opfer sexueller Gewalt auf jeden Fall beisteht und dass es aufgeklärt werden muss, was da passiert ist und er es scheiße findet, was da gelaufen sein soll. Aber trotzdem noch als letztes Statement, was wieder alles verwaschen hat, finde ich, dass sie halt trotzdem zusammenstehen, alle sechs gemeinsam. Und ich weiß, es gibt diesen Rammstein-Schwur, den sogenannten, wo sie gesagt haben, sie halten immer zusammen und wenn auch nur einer aus der Band aussteigt oder nicht mehr dabei ist, dann wollen sie ja auch die Band nicht mehr fortführen. Aber bei jedem Statement, wo ich denke, das ist ein cooles Statement, was sie gerade machen zum Thema, am Ende noch irgendwas draufzusetzen, es gilt die Unschuldsvermutung, wir haben ein Recht, nicht vorverurteilt zu werden, ja so. Oder wir halten alle sechs zusammen. Jetzt stell dir mal vor, der Till wäre komplett unschuldig, dann wäre das schon irgendwie nicht cool, das nicht zu machen, oder? Na, das ist ja nicht mal die Frage. Ich glaube, dass da irgendwie Sachen illegal waren, ist nicht mal die große Frage, sondern die Frage ist ja, inwieweit es dieses systematische Ausbeuten von jungen Frauen gab, ne? Und dieses Casten, das ist ja eher moralisch verwerflich, wo man ja auch schon sagen kann, du machst es irgendwie auch den jungen Frauen schwer, da irgendwie aus diesem Bereich rauszukommen. Du machst ihnen Angst, indem du ihre Handys wegnimmst, mahnst sie jetzt irgendwie alle ab. Es ist schon nicht so einfach. Da hat er in seinem Statement auch was Interessantes gesagt, und zwar, dass man doch bitte den Anfang- oder Mitte-20-jährigen Frauen nicht ihre sexuelle Selbstbestimmung absprechen soll, aber auch kein Victim-Blaming machen soll. Also dieser Balanceakt, das finde ich eigentlich auch, also wenn man jetzt sagt, oh ja, die sind so rotzenhohl mit ihren 20, die wissen es nicht besser, dann spricht man denen ja auch wieder ein gewisses einfach eigenständig sein. Also wenn man erwachsen ist, ist man halt erwachsen. Man kann klar sagen, eine 18-Jährige ist nicht so reif und clever wie eine 30-Jährige. Aber dann zu sagen, ja, du bist so rotzenhohl, du weißt selber nicht, was am besten für dich ist, wir müssen das für dich bestimmen, das ist natürlich auch wieder schwierig. Das ist schon richtig, aber trotzdem bleibt mir dieser fade Beigeschmack von, ey, willst du darfst nur auf die Party, wenn du Sex mit Till haben wirst und so, wenn du bereit dazu bist, dass sie dann so Spalier saßen und gewartet haben, bis ihr großer Held reinkommt und sich eine ausrucht. Ja, dass es trotzdem alles sehr verwerflich sehr creepy, ist, ja. Das glaube ich, das kreidet keiner an oder das behauptet keiner, aber ob es letztendlich halt strafrechtlich relevant ist, wahrscheinlich ist nicht. Die Frage. Wahrscheinlich nicht, wissen sie aber nicht genau. Aber die Hauptschlagzeile der Woche war für mich von RTL, denn die haben gepostet oder geschrieben, nach Lindemann-Vorwürfen, jetzt packt Martin Kiesici über Groupie, Sex und Alkohol aus. Nein. Wo ich dachte, warte mal, das war. Wo kenn ich denn den Namen her? Dritte Staffel Superstars. Nee, der war die erste Staffel Star Search.
Echt? Star Search. Er war, glaube ich, der erste Gewinner von Star Search. Hatte ich kenne das nicht mal. Und war eigentlich ein Rocksänger und musste dann so einen furchtbaren popgespülten Song singen, Angel of Berlin. Und der ist schon lange wieder vergessen und wurde jetzt da wieder rausgeholt. Und die einzige Message aus dem Artikel war, dass es halt Sex nach Konzerten gibt bei Rockstars. Wo ich dachte, ja, cool, tolle. Hätten sie auch jeden fragen können. Ich habe den Namen halt echt oft gehört und ich habe den immer bei Superstars eingebucht. Nee. Bei 50 Jahre ist der. Inzwischen, super. Genau. Angel of Berlin war so sein großer Hit. Danach ist es wieder abseits gegangen. Und er hat eine Verbindung zu Rammstein. Sie hatten in den 90er Jahren, waren sie quasi ihr Proberaumnachbarn. Deswegen kennen sie sich auch ein bisschen. Das kann auch dann die Verbindung sein, weswegen sie ihn gefragt haben. Aber ich fand diese Schlagzeile einfach, Martin Kisitschi packt aus über Groupies, echt witzig. Endlich macht's mal einer. Ja. Was zu diesem Thema noch wichtig ist zu sagen, und ich komme gleich, ich werde den Bogen spannen, aber ich muss etwas ausholen. Wir kommen gleich wieder bei Rammstein an. Keine Sorge, Leute, der Sensationslust. Ich habe mir vor 3 Tagen eine Pizza gemacht, ein großes Pizzablech. Ja, und dann mache ich das, wenn ich das alleine esse, halbiere ich das dann, esse eine Hälfte so und die andere Hälfte wärme ich mir später auf und esse sie nochmal. Ja, also weiter, nicht nochmal. Ich wiederkäue sie und esse sie nochmal. Die Disziplin habe ich nicht, ich muss eine Pizza gleich aufessen. Naja, meistens. Aber wenn das so ein Blech ist, Alter, ja. Boah, okay. Habe ich auch schon mal gemacht, aber habe ich nicht. Nee, gehört. Gut, wenn es eine Selfmade-Pizza ist. Du siehst ja da das Blech, das ist schon ein Riesending so. Okay, ich muss auch dazu sagen, dass wir jetzt zu zweit sind zu Hause und wir haben halt nur ein halbes Blech für uns. Ja, in der Regel mache ich die auch zu zweit, aber wie gesagt, vor 3 Tagen habe ich sie alleine gegessen. Und hab die erste Hälfte mit dem Pizzaschneider zusammen schön auseinandergeschnitten. Zusammen auseinanderschneiden ist immer mein Ding. Und hab den Pizzaschneider dann aufs Blech gelegt, weil ich wusste, ich brauche den später nochmal. Hab's in den Ofen geschoben und halt bis nach dem Stream dann gewartet. So, habe eine Pizza gegessen, nach dem Stream gehe ich da schön hin, mache den Ofen an, denke so, oh, geil, jetzt schön Pizza essen. Shit, ja. Und dann gucke ich nach 10, 15 Minuten in den Ofen und dann ist da halt einfach dieser hässliche, zerschmolzene Pizzaschneider drin. Und wahrscheinlich hat es übelst gemockt, ich habe es nicht gerochen, es kam eine verdächtige Wolke mir entgegen auf jeden Fall. Und dann so in die Oase gefragt, in die man sich einkaufen kann. Und im Internet geguckt, ja, ist das jetzt ganz schlecht, wenn man da so... Es ist jetzt ganz schlimm tödlich und nur so ein bisschen giftig. Ja. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass selbst wenn nichts ist, ist es das Risiko für eine halbe Pizza einfach nicht wert. Da muss man echt abwägen, das weggeschmissen und es, jedes Fiber in mir hat sich widerstrebt, das zu machen. Ja. Und deswegen habe ich gestern nochmal so eine Pizza gemacht, um quasi diesen Schmerz, dieses Loch in mir zu füllen. Ja. Dieses Loch im Magen. Und dabei habe ich dann, wie heißen die jetzt, WBS Legal, ein Scheißname, aber Sollmecke habe ich gehört. Genau. Und während ich so meine Pizza am Belegen bin. Der sagte, wenn Sie Ihren Pizzaschneider im Ofen vergessen, ist es nicht giftig. Sollmecke zu Rammstein habe ich gehört. Und die haben mir ja damals meine Kanäle erweitert Rammstein. In der Nase. Ja. Rammstein, beim Konzert ja. Warst du in der Reihe und da kam so eine Rakete geflogen in deine Nase. Damit er besser rein vergewaltigt werden kann. Ah ja. Nein, damit hier halt dieses Zeug besser laufen kann in den Nasennebenhöhlen, ja. Bla bla. Da sammelt sich dann aber, wenn ich baden gehe zum Beispiel und untertauche, kann es sein, dass sich da Wasser sammelt. Und wenn ich dann auch mal den Kopf irgendwie schräg mache, dass das dann rauskommt, weil das fällt halt hier jetzt quasi rein so. Ist nicht weiter schlimm. Aber während Sollmecke läuft und sagt, ja, Rammstein hat jetzt auch die ersten Konsequenzen gezogen und sie lassen die Peniskanone jetzt weg. Da musste ich so durch die Nase lachen, dass auf meine neue Pizza so Nasenwasser aus meiner Nase geschossen kam. Und dadurch musste ich noch mehr lachen und war so... Naja, gut, das kocht sich raus. Es war halt echt so wieder so ganz kurzes Gefühl von, schmeiß ich die jetzt wieder weg? Oh, shit, ey. Ja, aber es ist im Grunde fast nur Wasser. Ja, aber die Meldung war echt relevant. Sie haben tatsächlich in ihrer Show beim Song Pussy, ja. Ist jetzt im Nachhinein natürlich alles sehr funny zu erklären, ne? Beim Song Pussy halt, haben sie halt diese Peniskanone rausgeholt, ja. Auf der Till Lindemann saß, wo dann so weißer Schaum rausgeschossen kam. Ja. Es ist jetzt im Nachhinein ein bisschen, naja, okay. Naja, und allein, dass Sollmecke Peniskanone sagt, ist halt irgendwie so lustig für mich gewesen, weil der immer so ein Korrekt ist. Schon der Satz, die 10 Konsequenzen, dass die Peniskanone weg, ist riesig. Auf jeden Fall. Und der sagt halt auch, der hat das jetzt schon 3-mal gemacht. Ich habe, glaube ich, alle 3 Videos dazu gesehen von dem. Und der sagt jedes Mal,
dass die Sex machen oder so. Ich glaube, es ist Sex machen. So ganz, so wie so ein Kleinkind irgendwie formuliert. Ich weiß nicht, der wirkt halt auch so asexuell einfach als Mensch. Weil der Ja. halt natürlich so eine professionelle Sache macht und bla. Also Und wenn er wie dann so der sagt, coole Anwaltsonkel. ja, und ja, dann haben die mit dem Till Sex gemacht. Das ist irgendwie ganz komisch. Naja. Hat auch so einen Kollegen, der mal zu mir gesagt hat, der hat lange Jahre Single, so meinte, Tino, ich muss mal wieder Sex machen. Ja. Wo ich dachte, fang erst mal an, das nicht zu sagen, dann klappt es auch vielleicht wieder. Ja. Ganz schwierig. Oder Sex geben oder sowas, ist auch gerade so ein Ding, wie Das ist so meine Sache, ja. muss ich ihm Sex geben nach dem ersten Date, wo ich sage, Alter, du gibst niemanden Sex, du hast ihn halt oder hast ihn halt nicht. Ganz schwierig. Da fand ich, es ist eine funny Story. Wer ähnlich viel Sex gemacht hat wie Till Lindemann, Das ist Martin Kisecki. ist unser neuester Eintrag in den Nekrolog, Berlust-Koni. Ich habe es genauso aufgeschrieben. Silvio Ah. Berlust-Koni ist tot. Bunga Bunga. Bunga Bunga, Berlusconi 2012, sag ich mal. Ja, der ehemalige Präsident der Vereinigten Italienischen Nationen ist verstorben. Der bekannt geworden ist durch verschiedene Korruptionsfälle, durch Sexskandale und so. Verschiedene Geschlechtskrankheiten. Soll Bunga Bunga Partys gemacht haben, aus, laut eigener Aussage Bunga Bunga. Und der notgeile alte Sack ist jetzt tot. Und ich will einer meiner engsten Bekannten zitieren: Wir werden es überstehen, dass er jetzt tot ist. Ich denke auch, also ehrlich gesagt, ich dachte, der ist längst tot. Der ist Echt? ja relativ alt geworden jetzt, 78, aber mit seinem Lebensstil finde ich das relativ alt. Nö, der war jetzt noch in Gesprächen, als jetzt diese Postfaschisten da in Italien an die Macht gekommen sind. Da war er irgendwie mit dabei. Bei irgendwelchen Gesprächen und hat alles kommentiert. Der ist sogar noch älter. Der war über 80, ne? Irgendwie. Ja. Ja. Krass. Also hatte ich nicht auf dem Schirm, aber ja. 86. Hat auf jeden Fall viel Bunga Bunga gemacht. Ist dafür so bekannt geworden. Jetzt ist Vielleicht ist er er halt tot. deswegen alt geworden, weil er aktiv geblieben ist. Wer rastet, der rostet. Mir wurde auch mal von jemandem gesagt, ich habe so viele Leute aus meinem Freundeskreis zitieren, oder ehemaligen Freundeskreis, dass wenn man, der war aber auch schon etwas älter, der Mann, der hat mal zu mir gesagt, also wir waren spazieren in der Stadt, haben uns unterhalten, da guckt so einem jungen Mädchen hinterher. Da sage ich zu ihm so, ey, irgendwie, die ist ja viel zu jung für dich, so, aber auch sehr ironisch. Da meinte er, ey, sag mal, Tino, wenn man aufhört, jungen Frauen hinterher zu gucken, ist man tot. Das hat sich mit meinem Hirn Ja. eingebrannt. Das sehe ich jetzt nicht ganz so, es ist eine schwierige Aussage, aber ich denke auch an diesen Moment, wo er mich anguckt, ganz ernst, Tino, jungen Frauen, ich meine, herguckt, ist man tot. Das ist mir im Gedächtnis Ich geblieben. kann auch ein paar Freunde von mir zitieren. Zum einen, Frauen kommen und gehen, aber 100 Kilo Bankdrücken sind 100 Kilo Bankdrücken. Und wolltet den totalen Krieg. Ja. Das sind so Sachen, die. Dein engster Freundeskreis. Und das Wichtigste, und ich finde, danach kann man sich wirklich richten. Nee, warte, oh, der Mann hat noch mehr legendäre Zitate gesagt. Also, das weniger legendäre Zitat ist: Wenn du eine Frau bumsen willst, spielst du dich mit der Volleyball. Ne? Das ist so ein. Ja. Aber das wichtigste Zitat ist: Auf der Henne wird der Hahn fett. Das hat er immer gesagt. Und wir sehen es ja an ganz vielen Leuten, Herodes zum Beispiel. Ja, gucken dir an, jetzt spielt nur noch Zelda, weil der jetzt in einer festen Beziehung ist. Stimmt, Ja. stimmt. Traurig. Wenn Herodes nicht Zelda zocken würde, wäre der jetzt bestimmt wieder hier wie letzte Woche, aber. Glaube ich auch. Toll, du fehlst, Herodes, du fehlst. Ja. Aber es kann sein, dass du ihn wieder ranholen dürfen, weil ich bin kommendes Wochenende gar nicht da. Ich bin auf einer Fortbildung. Das ist tatsächlich so, dass Herodes da sein wird, aber ich Passt. glaube erst am Sonntag. Das heißt, vielleicht kommt nächste Woche ein Podcast, aber erst Sonntagabend oder so. Yes, maybe. Also ich bin halt in Göttingen und mache da mir einen bunten. Ein Gott in Göttingen. Ja, ist so. Ich war auch schon mal dort. Machst du dir einen bunten, weil da CSD ist? Nee, leider nicht. Es ist was anderes. Es ist eine beraterische Fortbildung. Und da werde ich viele Sachen lernen, hoffentlich keine Fakes. So wie ein Fake, der die Woche viral gegangen ist. Denn russische Propagandakanäle auf Telegram haben ein Bild gepostet von einem wunderschönen Bahnhof, Aha. den die Besatzermächte in Russland aufgebaut haben sollen in Mariupol. Nach dem Motto, oh, die furchtbaren Handlungen der russischen Besatzer, sie haben einen ganz furchtbaren neuen Bahnhof gebaut. Unverschämtheit, aber wie die Ukraine jetzt aufzumodernen. Was halt aussagen soll, ey, die renovieren dort in der Ukraine und denen geht's allen gut. Aber der Bahnhof ist halt aus Hamburg-Poppenbüttel. Und ja, das fand ich recht witzig. Das ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich verstehe auch nicht das große Ding dahinter, muss ich sagen.
Also wer hat sich darüber aufgeregt? Die Russen bauen in der Ukraine einen Bahnhof. Genau, sie wollen ja das Narrativ vermitteln, dass Russland halt die Ukraine aufräumt, modernisiert und dass sie da halt nicht zerstören, sondern aufbauen würden. Und die wollten halt mit diesem Bild beweisen, dass dieser Bahnhof jetzt in Mariupol steht. Und das und hier ist quasi, das ist quasi ironisch von einer pro-russischen... Genau, die furchtbaren Medien. Satzer und so, die bauen einfach neue Bahnhöfe, furchtbar, okay. Was sie ja anrichten und zerstören, nach dem Motto. Aber es ist einfach ein Bahnhof in Hamburg-Poppenbüttel. Aha. Und es ging gerade sehr viral und wurde echt oft geteilt, habe ich auch bei Facebook gesehen. Und es ist halt recht erschreckend. Also ich hinterfrage mich ja auch sehr oft in meinen Meinungen und Ansichten. Und dann sehe ich halt sowas, wie halt wirklich bewusst Fakes gestreut werden. Da muss ich mir sagen, da kann ich ja nicht so falsch liegen, wenn ich halt nicht anfange, irgendwelche Fakes zu verbreiten. So aber billige das, vor allem. Das kann man schon anzweifeln, wenn ich mir dieses Bild hier angucke und dann denkt man, okay, das haben die in knapp über einem Jahr erbaut. Hm. Unrealistisch. Nee, die sind ja ganz schnell wahrscheinlich gewesen, um halt zu vermitteln, wie toll die russischen Besatzungen sind. Das grenzt ja schon an Nordkorea-Hype hier, von wegen, guck mal, was wir hier quasi alles Geiles bauen. Aber es ist nicht mal ein Hype, ich glaube auch, dass so in China gibt es auch mal so kurz, so Bilder vorher, nachher, so ja. Innerhalb von wenigen Wochen so riesige Löcher gestopft haben sollen. Aber von allem, was ich weiß, ist China schon echt krass unterwegs, was schnell und bauen und Fortschritt und so, da sind die schon gut dabei. Also ja, Russland da, eben auch. Es gibt ja in China so krasse Millionenstädte, wo in den letzten 10 Jahren quasi, also da war ein Dorf und jetzt ist da einfach so eine Metropole. Ja. Also das ist schon insane und Russland gockt halt auf ihren rostigen Panzern rum. Wird auch so bleiben jetzt durch den Krieg. Also ich habe jetzt viele Stimmen auch gelesen, dass sich die Russen echt damit gar keinen Gefallen getan haben mit dem Krieg. Jetzt sind so abgeschottet von allen. Die werden, also vielleicht werden sie auch langfristig ein eigenes Nordkorea so, ne? Also so ihr eigenes Ding machen müssen und tun so, als ging es allen gut, aber eigentlich verhungern da eigentlich alle. Ist noch nicht so, aber es wäre ein Weg, den sie einschlagen könnten. Kennst du dieses große Hotel-Ding in Korea, dieses spitze, pyramidenförmige? Nordkorea? Nordkorea, ja. Das ist so ein Riesenprojekt gewesen, die wollten da das Tourismus Ach doch, wo auch, ja, doch, stimmt. So ein Riesenhotel. Hm. Und das steht aber einfach seit, weiß ich nicht, 15, 20 Jahren komplett leer. Hm. Man darf nicht aufs Gelände rauf. Und jetzt haben sie, um es wenigstens etwas zu nutzen, da irgendwie so riesen Bildschirme oder ich glaube, es wird angestrahlt, für Propaganda halt, sodass du dieses riesen Ding da, aber da steht halt einfach so ein Skelett von einem Haus, also von einem Hochhaus, was einfach nicht genutzt wird. Es wird genutzt als Projektionsfläche für Propaganda, ist doch toll. Supi. Besser als gar nichts zu machen, ist meine Meinung. Ja. Gar nichts machen macht, Berlusconi, aber auch. Diverse Reddit-Seiten in der Reddit-Blackout. Ich weiß nicht so richtig, hat's glaube ich nicht geholfen bisher und wird auch nicht durchgezogen, aber von einigen großen Subreddits wird es weitergemacht. Beziehungsweise, ich glaube, die dürfen gerade nicht. Ich weiß nicht, wie es jetzt dazu gekommen ist, aber eins der größten Subreddits, die da mitmachen, ich fasse es nochmal zusammen, die API-Regeln sollen geändert werden, sodass Third-Party-Apps nicht mehr möglich sind ab 1. Juli und deswegen protestieren ganz viele, weil die Haupt-Reddit-App ist scheiße. Dahingehend haben dann ganz viele gesagt, okay, wir machen unser Subreddit jetzt privat, ihr sollt von uns gar nichts mehr sehen können. Ich glaube, das dürfen die jetzt nicht mehr, denn eines der größten hat jetzt diese Herangehensweise geändert. Es geht um das Subreddit rpics, also wo es um Fotos geht. Mhm. Und die haben einen Poll gemacht, was sollen wir stattdessen hier posten, und also wirklich übertrieben viele, also so 95% haben gewotet für sexy Bilder von John Oliver. Mit Recht. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist, aber... Den kennst du, es ist so ein Late-Night-Host, den kennst du bestimmt. Gibt's Nudes von dem? Oder ist das, nee, so, gar nicht. So KI generiert. Es ist auch, also es wird auch gesagt, jedes Bild ist erlaubt, weil jedes Bild von ihm ist ein sexy Bild von ihm. Ah, okay. Und den kennst du garantiert. Na gut, das ist jetzt hier ein altes. Das ist so ein... Ach ja, doch, sicher. So ein britischer, aber in Amerika Late-Night-Show-Host, der auch immer so ein bisschen was Böhmermann macht, nur vielleicht in besser. Oder jetzt macht diese halbe Stunde, ich nehme ein Thema komplett auseinander und haue da mit dem Hammer drauf. So. Und da wird jetzt quasi nur noch sowas gepostet. Ja, finde ich gut. Und ich weiß nicht, wie es dazu kam. Also ich habe das verpasst, dass der so ein Riesenhype ist, der Typ. Aber er ist ja auch sexy, guck dir doch mal an. Aber das ist jetzt hier alles einfach nur damit voll. Das ist so ein Ding jetzt.
Ich kenne so eine Doku-Serie über ihn oder von ihm, wo er auch so irgendwelche Amish-Leute und so besucht. Hier hat er Hodensäcke in der Hand. Ja, sexy. Was willst du mehr? Ja, also er Aber denkst du, ist. dass der Protest irgendwas bringen wird? Ich glaube nicht, aber ich hoffe es natürlich, weil du siehst, was ich hier gerade mache. Ich bin auf einer Third-Party-App, ich bin auf Reddit is Fun unterwegs. Das heißt, wenn es nichts bringt, dann wird diese App nicht mehr existieren ab dem 1.7., was ja schon in ein paar Tagen ist. Das stimmt, in 2 Wochen oder so. Ja. Da ist übrigens auch der CSD in Weimar. Kommt vorbei am 1. Juli. Ist hier Christopher Street Day mit Demo und Straßenfest. Kommt vorbei. Jetzt sag mal, wie oft ist in Weimar ein CSD? Einmal im Jahr. Das ist unfassbar. Ja, Ich hätte so schwören können, dass viel. es mindestens dreimal ist. Nee, ist einmal im Weil so Jahr. oft, wie du davon erzählst, du gehst halt wahrscheinlich einfach in 1.000 Städte immer zum CSD. Ja, also gibt ja in Thüringen jetzt auch ein paar mit Erfurt, Jena, Altenburg. Wernigerode jetzt auch seit neuestem, also es gibt schon ein paar CSDs in Thüringen und ich besuche die fast alle beruflich. Wer dunkelhäutige Rode? Ja, gerne. Apropos lustige Wortschöpfungen, man Ja. kann ab sofort wieder das Jugendwort des Jahres bestimmen für 2023. Ihr könnt es einreichen auf. Mist, ich habe den Link nicht gepostet. Googelt mal Jugendwort 2023 Einsendung, da kann man Beiträge quasi einreichen. Ich habe einen Kumpel gehabt, der hat einen Screenshot gemacht, wie er eingetragen hat, Nazis raus als Jugendwort des Jahres. Ist es auch für mich schon seit 15 Jahren gefühlt. Legt los. Fällt dir irgendein Jugendwort ein, Ja, irgendwas ganz klar. Aktuelles? Die Pissdisk. Ja, es ist, ständig hört man das, ja. Wir machen die Pissdisk groß. Das ist so ein Gag, der ursprünglich, ich glaube 2014 war der das erste Mal erwähnt. Da geht es darum, dass du in eine sehr schmale Schale reinpisst und die dann ins Gefrierfach steckst. Und dann lässt du das gefrieren und dann kannst du das bei Leuten, die du nicht magst, unterm Türschlitz unten drunter durchschnipsen. Und dann haben die dann irgendwann in ihrer Wohnung einen Pissfleck und wissen nicht, wo der herkommt. Es ist schon witzig. Und das ist aus irgendeinem Grund sehe ich das die letzte Woche überall. Also es ist einfach nur ein Bild quasi, aber Das ist keine es wird Erfindung von überall dir. repostet. Hallo? Hallo. Das ist keine Erfindung von dir, sondern es ist Nee, jetzt leider nicht. eine Online-Geschichte. Genau, es ist eine Online-Geschichte und ich finde einfach, wenn wir es schaffen, dass diese komische Tagesschau-Frau sagt, Pissdisk, ja. Stimmt, das ist jetzt der neue Hype, dass man nur darauf wartet, was halt die Tagesschausprecherin da Genau. aussprechen muss. Eigentlich müssten wir genau deswegen halt was einschicken, was dann sehr unangenehm ist. Ihr Name mit einem, weiß ich nicht, wie heißt denn die? Weißt du, wie die heißt? Wenn ich den Namen lese, weiß ich Wenn es die ja. Erika heißt oder so, weißt du, dann müssen wir jetzt hier Atzen-Erika oder was weiß ich, das ist jetzt, ne? Den Aber, Humor hat die, glaube ich. Also es wäre naja, ihr Wurscht, denke ich mal. na dann Fotzen-Erika. Also ich bin ein bisschen raus. Also ich mache ja auch Workshops an Schulen aktuell recht viel. Und da höre ich halt ständig dieses Digga, Alter. Das höre ich halt immer noch ganz oft. Ja. Das ist in jedem Satz, ey, Digga, Alter, hast du schon gesehen hier, Alter, Digga? Digga, Alter. Doch, zusammen auch teilweise. Digga, Alter. Ja, das muss Montana Black hier in die Köpfe reingehämmert haben, weil der sagt das ja immer ganz viel. Ich hab's auch, also ich habe das am Anfang mal übernommen im Stream, so ironisch, weil ich ja auch diese Einblendung habe mit Oh, feels like heaven, da wo er so Frauen irgendwie im Urlaub angegangen ist. Und da habe ich angefangen, ganz viel ironisch Digger zu sagen. Jetzt habe ich das auch drin. Aber eigentlich ist ja hier Alter bei uns Ja, Alter. geläufig. Ja. So. Und deswegen, Ich da wehre sag ich mich dann doch lieber die Pissdisk. Alter echt nur dann, wenn ich was richtig ernst meine oder etwas unterstreichen möchte. Alter, es ist nicht in Ordnung, dass man junge Frauen irgendwie rancastet für Aftershow-Partys. Ja. Dann sage ich Alter. Dann ist für mich echt hier aber alles offen. Überleg mal, du kannst in die Pissdisk ja sogar kleine Zettel mit reinfrieren und dann liegt der Zettel da so, ey, ich hasse dich oder Wenn geh es nicht kacken. einweicht, ja, Ja, so oder richtig. du machst ganz viele kleine Pissdisks, ja, und tschu, 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 machst so ganz strategisch in der Wohnung, die du hast, ja, machst du überall so ganz kleine Pissflecken Aber hin. eigentlich müsste das mehr auch so Katzenpisse sein, weil die richtig eklig riecht. Das geht, klar. Vielleicht komme ich dann demnächst mal bei dir vorbei und zapf mal eine Runde. Nee, die sind tatsächlich, unsere Katzen sind sehr stubenrein, die pissen echt nur ins Katzenklo. Also da Naja, gibt da es muss ich keine nur unten drunter so ein Katastrophen. Auffangbecken installieren und dann geht das. Versuch's gerne, wir kriegen das irgendwie hin. Und dann so ein Zettel mit rein. Wie heißen sie, Batman und Robin? Oder ich komme gerade nicht Joker drauf. und Batman. Ja, fast. Das hast du ja noch nicht kennenlernen können aufgrund deiner Allergie leider. Ja, und dann steht da auf dem Zettel, liebe Grüße von Batman. Das ist doch witzig. Ja, In so einer stimmt. Pisslache.
Ich werde es feiern. Ich finde es gut. Was man auch feiern kann oder auch nicht feiern sollte, ist, dass Weimar ganz schlecht dasteht. Das ist doch Schwachsinn. Sollte bei uns eine Zombie-Apokalypse anstehen. Ja. Das wurde rausgefunden bei einer Studie. Das Statistische Bundesamt und so weiter. Also warte mal. Das Mietportal Rentola hat die Untersuchung gestartet. Dafür wurden Daten wie Bevölkerungsdichte oder Kriminalitätsrate vom Statistischen Bundesamt ausgewertet. Erklären wir das mal, weil beides ist sehr gering in Weimar. Wie kann das sein, dass Weimar dann auf Platz 6 ist? Ja, ist ja nicht nur das. Da geht es auch um Verfügbarkeit von Lebensmitteln, wie viele Menschen da leben und so. Und deswegen ist Weimar echt auf Platz 6 der unsichersten Orte einer Zombie-Apokalypse. Auch Platz 1 ist Gelsenkirchen. Also wenn die Zombies kommen, dann werde ich mich in meiner Wohnung verschanzen und dann unter der Tür so Pissdisks und dann rutschen die aus und fallen die Zombies runter. Ganz schön ärgern. Boah, jetzt stinkt auch Piss, hier gehe ich nicht hin. Ja. Ja, das fand ich ganz witzig irgendwie, das war immer ja, so schlecht dasteht. Lesen wir doch das Ranking mal vor. Gelsenkirchen, Aachen, wenn die Zuhörer aus diesen Städten kommen, dann könnt ihr eigentlich direkt Suizid begehen. Ihr habt es echt nicht leicht. Gelsenkirchen, Aachen, Augsburg, also ich lese vom Platz 1 runter. Ne? Erster Platz Gelsenkirchen, dann Aachen, Augsburg, Potsdam, Hannover, Weimar, Halle, Saale, Dortmund, Herne, Schwerin. Gibt es eigentlich noch ein Halle, weil alle immer so Halle-Saale irgendwie betonen? Ja, das ist hier beim Asbach. Das ist die Asbach-Halle. Ach, die, okay. Gut, das macht Sinn. Ansonsten eher nicht. Die Redaktion macht Feierabend. Schönen Feierabend. Schönen Feierabend. Auf. Gute Reise. Ebenso. Ich weiß nicht, was ich machen sollte, wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht. Ich weiß es nicht genau, ich bin kein Kämpfer. Alles so bleiben wie bisher. Wir treffen uns samstags im Podcast und sagen, stimmt. Ja, hier auf der A4 war so ein Zombie-Aufmarsch, die demonstrieren, da müssen wir jetzt mal gucken. Denkst du, wir wären so neutrale Berichterstatter einfach, dass wir so Pressewesten bekommen wie im Krieg und dann wenn die Zombies so, ach ja, die sind in Ordnung, die fressen mal nicht auf. Ja, ich denke auch. Die haben eh kein Gehirn. Ja. Doch, doch. Die so. Wollen ja auch eine Plattform haben. Die freuen sich ja auch, wenn ihre Botschaft herausgetragen wird in die Welt. Lass uns doch mal jetzt. Wir machen jetzt mal den allerersten Brennpunkt. Ich will es nicht Shitstorm nennen. Lass mal die erste Brennpunkt-Aktion machen. Die erste Brennpunkt-Soli-Aktion. Mhm. Und zwar sucht alle irgendwie einen Instagram-Beitrag, wo es um die Zombie-Apokalypse geht, wo Weimar drin steht. Und schickt die Herrn Peter Klein bei Instagram und fragt ihn, tun sie endlich was? Doch, das ist eigentlich eine gute Sache. Wollen wir jetzt einmal im Monat oder so einfach eine Brennpunkt-Soli-Aktion machen, wo wir... Ist das wieder so eine Rubrik, die wir dann nach 3 Wochen lassen? ja, gerne, von mir das aus. Das ist vor allem gut, wenn wir das alle 4 Wochen machen und nach 3 Wochen, egal. Ja, aber das finde ich eine gute Idee, muss ich sagen. Schickt dann gerne diese Übersicht von Funk irgendwie, ist das, glaube ich, gemacht. Wird auch noch andere wahrscheinlich geben. Und schickt Peter Kleine bei Instagram, was ist da los? Tun Sie was gegen die Zombie... Peter Kleine ist unser Oberbürgermeister. Von Weimar. Das, nicht tut mir leid, das wissen unsere Hörerinnen und Hörer doch. Ja, aber jetzt guck mal, während ihr jetzt... Wir machen jetzt mongolischen Sprechgesang und Kehlengeräusche. Und in der Zeit könnt ihr das schnell machen. Schön auf Instagram. Oder Pause drücken, ganz einfach, geht ja auch. Ach so. Alter, ich komme da nicht mehr mit, gell? Dieser Fortschritt geht so schnell. Oder das Fenster minimieren einfach. Bei YouTube nicht, aber bei Spotify könnt ihr einfach minimieren. Stimmt. Auf den Homescreen. Homescreens. Übrigens sprechen mich inzwischen auch Leute an bei meinen Workshops, dass sie Brennpunkt hören. Also mir eilt der Ruf echt voraus. Wir sprechen teilweise. Erzähl mal kurz die Story, währenddessen gehe ich nämlich jetzt mal schön Herr Kleine diese Sache schicken. Ist keine lange Story, aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich halt bei Workshops bin. Ich gebe halt Workshops zum Thema sexuelle Vielfalt und Gesundheit. Und dass dann in der Pause Leute auf mich zukommen, meistens sind es männliche oder Jungs. Und die sagen dann, ey, bist du nicht der Tino vom Brennpunkt? Wo ich dann halt immer sagen muss, ja, bin ich. Muss. Oder auch auf der Straße oder beim CSD oder so. Also der Brennpunkt macht mich endlich berühmt. Was ich seit über 20 Jahren versuche, schaffe ich durch den Brennpunkt. Ja. Danke, liebe Leute. Wusstest du, dass MCM eine größere Reichweite hat als Peter Kleine? Das ist ja klar, keine Frage. Hat er schon öfter gesagt. Peter Kleine, wann tun Sie endlich was dagegen? Ups. Sehr gut. Peter Kleine sieht man, glaube ich, unter anderem...
Guck mal, haben wir 2019 wie Love Peter Kase ein Foto gemacht. Hat er ein Like gegeben. War noch vor der Pandemie, die guten alten Zeiten. Das stimmt. Ja, da haben wir noch gelarvt. Ja, und jetzt lässt er hier die Zombie-Apokalypse über uns rollen. Ist echt so. Wir brauchen einen eigenen Minister für Zombie-Sicherheit in Weimar. Und Peter Kleine, ich mach's. Ja? Ich werde einfach Zombie-Minister hier in Weimar. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Zombie-Nister, das ist gut. Gut. Apropos tote Menschen. Es gab einen tragischen Vorfall bei Schloss Schwanstein. Du schaust gerade eine Karte an. So. Ist das ein Gag, über den du lachen kannst? Also wir sehen hier gerade so eine Asiatin, die im Stil der 1920er, 30er geschminkt wird. 45 und als Aschehaufen. Ist das so ein Ding? Also wenn das die Person selbst machen, ist es witzig, aber nicht, wenn man das überschlüpft oder das so. Das wurde mir hier beim, also ich habe ja nur Skaten eigentlich da, aber ich habe einen, der immer so schwarzhumorige Sachen mir schickt und deswegen wurde mir dieses Video jetzt hier angezeigt. Okay, witzig. Kein Selbstverschuldner. Da dachte ich, hey, warum? Ich kriege nur Skate-Videos auf Instagram. Warum sehe ich denn hier plötzlich eine Asiatin, die sich da schminkt? Ja, die Algorithmen sind sehr seltsam, weil ich habe ja beim AIDS-Hilfe-Account, den ich bei uns betreue, like ich ganz viel so queer und gay Bilder. Mhm. Manchmal ist echt meine Suche oder meine For You-Page ist so voller halbnackter Männer irgendwie, die ihre Bodies zeigen, so irgendwie mit OnlyFans und solchen Sachen. Da ärgerst du dich. Ganz doll, tatsächlich, ja. Ganz doll. Nee, was? Es gab eine Tragödie bei Schloss Schwanstein. Und zwar... Ist dein Longboarder gestorben? Nee, nicht ganz. Schade. Aber eine junge Frau ist gestorben dabei. Oh. Und zwar soll ein US-Amerikaner, 30 Jahre, weiß übrigens, liebe AfD, hat dort zwei TouristInnen, wohl auch aus den USA, irgendwie angesprochen. Die waren Anfang 20 und wollte ihnen halt dort irgendwie eine besonders schöne Stelle zeigen, die romantisch wäre und so. Und haben deswegen den sicheren Pfad verlassen, der nicht abgesichert ist, und wollte ihnen quasi eine schöne Aussicht zeigen dort und wollte dann dort quasi mit ihnen irgendwie rummachen und da hat sie irgendwie, kam ihnen sehr nah und war sehr unangenehm und als das die Mädchen nicht wollten, hat er die einfach über die Klippe geschubst. Uff, beide. Beide. Erst die eine, die jüngere, die auch dann gestorben ist daran und danach wollte die andere sie quasi retten und dann hat er sie auch runtergeschmissen, die andere von der Klippe und die ist schwer verletzt und jetzt sitzt der Mann in U-Haft. Und die ermitteln gerade aufgrund versuchten, aber auch richtigen Mordes. Versucht, aber auch richtiger Mord. Genau, und wegen eines Sexualdeliktes quasi. Ich glaube, das ist dann eher das kleinere Problem, was der Mann hat, wenn der gemordet hat. Aber ja. Naja, Mord, unversuchter Mord, das ist ja dann nochmal ein bisschen mehr. Also vielleicht gibt es dann für Mord irgendwie... Ja, und für das Sexualdelikt kriegt er dann auch nur Haferschleim jeden Morgen. Und fürs Kaugummi-Klauen in der Tankstelle nochmal irgendwie einen Tag oben drauf. Ja. Jedenfalls ganz schön Tragedy. Stell dir mal vor, du bist irgendwie auf Reise und mit einer guten Freundin und kommst nicht wieder, weil ihr da runtergeschubst worden seid. Ich glaube, egal, wenn du auf eine Reise gehst und nicht wiederkommst, ist immer scheiße. Ja, ist immer irgendwie scheiße, ne? Hat sich gar nicht gelohnt. Ich guck mal, ob hier dieses Kabel noch ist. Ich hoffe es. Während ich das mal überprüfe, musst du noch eine Sache sagen. Panzertape regelt. Ich habe meine News alle jetzt schon nicht rausgefeuert. Freuen wir uns. Pass auf. Wir haben hier ganz viel über Bolsonaro geredet. Ja? Der ehemalige Chef von Brasilien. Ich weiß gar nicht, Präsident müsste es sein. Mhm. Und da gibt es ja jetzt den Lula, was immer wieder ein witziger Name zu lesen ist. Ja, da haben wir uns alle gefreut, als Lula gewählt wurde. Und der hat gesagt, die Deforestation, also die Zerforstung des Regenwaldes, möchte er eindämmen. Ja? Schön. Hat er das gemacht, Tino? Und wenn ja, zu wie viel Prozent? Das weiß ich natürlich aus dem Kopf. Er hat es nicht geschafft. Und zwar zu 3% hat er es nicht geschafft. Naja, also das Regenwald jetzt zerstört sind. Nein, weniger. Wird nicht irgendwie jeden Tag so ein Fußballfeld irgendwie abgeholzt oder so? Habe ich doch noch Krombacher. Naja, wenn das so ist, dann werden jetzt 31% weniger Fußballfelder jeden Tag abgeholzt. Denn Lula hat es geschafft, was er in seinem Wahlversprechen gegeben hat. Ein Mann der Tat, anders als andere Politiker, die nur reden und dann ein nicht machen. Ein Ökoterrorist, der will uns ja aufzwängen, die Wälder zu behalten. Ja. Das, also überhaupt dieses ganze Unkraut überall, ne? Das nervt ja nur noch. Es ist einfach nur noch Grünpropaganda, weißt du? Als nächstes machen sie so einen Schwul. Und dann können wir uns auch nicht mehr retten. Asozial, ey. Weißt du, zwischen den Fugen machen wir das Unkraut weg, aber dann, wenn da irgendwo in Brasilien so ein Baum steht, da soll man den auf einmal beschützen. Was soll diese Logik? Wo ist denn der Unterschied, weißt du? Ekelhaft. Ich sehe keinen. Naja, ganz, ganz furchtbar. Also Lula, reiß dich zusammen, gib mir Bolsonaro wieder.
Schön, dass er kein Lulatsch ist, ja, sondern dass er halt wirklich was macht. Dann Trump hat gesagt, die Dokumente, die bei ihm zu Hause gefunden wurden, deswegen er jetzt irgendwie 38.000 Anklagepunkte hat, die wurden da geplantet. Das ist auch wieder so ein kleiner Witz gewesen. Das ist halt, wie es immer ist bei Trump, dass es erst heißt, ich habe die nicht, dann ich habe die, aber ich darf die haben, dann haha, ich gebe an damit, guck mal, wie viel ich habe, und dann, ach, die wurden mir dahin, ich wollte die gar nicht, die wurden mir dahin geschmuggelt. Mhm. Also das, ich finde das witzig, weil jetzt, wenn er das alles vor Gericht und am besten noch unter Eid aussagen muss, dann wird es ja richtig spicy, wenn er ja diese ganzen Widersprüche hat. Gleichzeitig gibt es noch eine News vom anderen, und zwar vom Herrn Biden. Genau, ja. Der hat nämlich gesagt, dass wir dieses Jahr noch vielleicht, aber wir sind on a tipping point on gun control, ist das genaue Zitat. Und es sollen laut ihm zeitnah Machine Guns, also Assault Rifles, sollen verboten werden. Also für den Otto Normalbürger. Und das, also das wird seine Wiederwahl vielleicht gefährden, aber das wäre krass, wenn sowas in Amerika. Aber es wäre ja ein Ehrenmove, ne? Trotz, dass du weißt, dass du dich nicht beliebt machst, einfach wirklich etwas erreichen und einfach mal Kinder retten, Alter. Ja. Du rettest also aktiv Kinder, indem du Waffen verbietest. Das raffen die einfach nicht. Man muss dazu sagen, dass. Alter. Was? Nur mal das betonen und unterstreichen. Nee, also das ist schon. Also es gibt eine Mehrheit, die sagen, Assault Rifles braucht der normale Mensch nicht. Ja? Nicht unbedingt. Deswegen ist es jetzt nicht wirklich unbeliebt, aber das wird natürlich absolut gegen ihn eingesetzt. Mhm. Aber ich will es auch gar nicht so lang machen. Ich wollte diese beiden nur erwähnen, um dann überzuleiten. Ja, und Trump, noch eins dazu. Überleitung kaputt gemacht. Das tut mir voll leid, aber ich habe noch ein paar Statements gelesen von Leuten, die Trump verteidigen. Die behaupten echt teilweise, dass diese Fotos von den Dokumenten auf Trumps Klo, dass es auf Bidens Klo wäre. Ah, ja. Das sind Bidens Dokumente. Das fand ich wieder so riesig, wie man das so umdrehen kann. Die sind so kreativ. Ja. Das ist fast schon witzig. Ich habe mir da einiges zu angeguckt. Unter anderem gibt es ja den Kanal Legal Eagle, der sowas auch immer auseinander nimmt. So der International Sollmecke. Und ich finde es witzig, dass dann die Fotos so analysiert werden, von wegen, da ist, war Müll? Nee, es war kein Müll in den Mülleimern, aber frische Tüten und noch irgendwas. Ein Hinweis darauf, dass quasi das normale Personal weiter diese Badezimmer geputzt hat, die natürlich ganz weit weg von, die haben die Erlaubnis, diese Dokumente zu sehen sind. So, und solche Analysen finde ich dann immer echt witzig. Aber ich wollte diese beiden, wie gesagt, nur erwähnen, um zu einem weiteren Ding überzuleiten. Ich habe AI SpongeBob erwähnt vor 2 Wochen und jetzt gerade gibt es auf Twitch so einen kleinen Hype und der heißt, also der Twitch-Kanal heißt Biden or Trump 2024, glaube ich. Und da gibt es quasi die beiden als KI, die am Redepult stehen bei so einer Debatte und alles, es ist schwer zu sagen, also sie verwenden alles, was der Chat sagt, aber sie knechten sich natürlich auch gegenseitig. Ja? Und, aber also es ist echt witzig, wie die KI es schafft, die Kommentare der Leute einzubinden. Also man muss es sich mal angucken, aber wie all diese KI-Sachen, muss ich sagen, man guckt sich das eine Stunde an, ist übelst geil entertained, aber dann ist es auch durch. Also deswegen, wenn es jetzt so heißt, irgendwie KI in Sachen Entertainment ist die große Zukunft, da widerspreche ich, weil ja, ich auch. Das schon ist der, zu samey dann irgendwie. Ja, schon der Gedanke, dass es halt nur KI ist, macht es für mich auch weniger interessant. Also ich möchte lieber Filme sehen oder auch Livestreams von dir zum Beispiel, weil ich halt weiß, dass er halt ein echter Mensch ist irgendwie und da kann alles passieren gerade. Oder auch bei Musik, ich will, dass es halt irgendwie ein Mensch dahinter stand und diesen Song komponiert und geschrieben hat. Wenn ich weiß, es ist KI generiert, habe ich schon keinen Bock mehr drauf. Klar, es ist witzig, auch KI-Kunst sich mal anzugucken, so, das kann auch cool sein. Aber ich finde es halt nicht entertainend, einfach aus nicht moralischen Gründen, aber einfach, weil mir da so ein bisschen der künstlerische Wert fehlt. Weil für mich ist halt Kunst eigentlich etwas Menschengemachtes. Ja, aber ich muss sagen, ich finde es halt, wie gesagt, eine Stunde wirklich richtig entertainend. Aber dann flacht es halt sehr schnell ab. Weil dann hast du quasi alles gesehen, hast gelacht. Aber wie gesagt, in dieser Stunde finde ich es richtig geil. Auch das zu verfolgen kurz fand ich richtig geil. Aber auf lange Sicht ist das dann halt irgendwie, als würde ich eine Wand anstarren. Das ist irgendwie ganz komisch.
Ich will ja, es gibt ja auch diese KI-Songs, wo sie machen, dass Michael Jackson irgendwelche aktuellen Songs singt oder Taylor Swift Ja. singt irgendwie Britney Spears-Songs. Ich suche das schon jetzt seit ein paar Tagen. Ich werde es nämlich auch mal irgendwie ausprobieren mit irgendwelchen anderen Stimmen, die ich ganz spannend finde. Aber finde das einfach nicht kostenfrei und oder überhaupt finde ich das ganz, ganz schwierig. Wenn ihr irgendwie einen Link habt, wo man das kreieren kann, dann schickt mir gerne mal einen Link per Telegram oder per Instagram, weil ich einfach mal das ausprobieren möchte, Per was Instagram, passiert. direkt nachdem er dem Peter Kleine geschrieben Auf hat. jeden Fall, genau. Würde mich interessieren, weil, ja, ich muss Falco einbringen, denn ich habe von dem nämlich auch ein paar A Cappella-Spuren, also nur halt, wo er nur singt oder nur rappt. Die würde ich echt gerne einscannen und mal gucken, wie das funktioniert, wenn er irgendwelche Flipper-Songs singt oder keine Ahnung, irgendwas Lustiges singt. Oder Wrestling oder AfD-Songs. Irgendwie sowas, ne? Oder, weiß ich nicht, das fände ich halt mal echt witzig und ich will damit rumspielen. Ich finde das witzig, aber ich weiß nicht, wie es funktioniert. Wie mit Mastodon und so. Ich will dahin, aber ich kann es halt nicht. Mir hat ein Zuhörer Infos und Tipps geschickt. Ich habe die auch alle gelesen, aber es ist mir zu kompliziert. Es tut mir echt voll leid. Ich bin dann einfach nicht technisch versiert genug. Machst du Mastodon mit links oder rechts? Ich muss mit beiden machen, sonst spüre ich nichts. Ich Ja, muss mit ich meinem muss es ganzen mit Trump Arm. machen. So. Ja, Ja. das spüre ich auch nichts. Ich brauche einfach seine kleinen Hände an meinem Penis, damit er größer wirkt. Kann ich verstehen. Es gibt noch ein kleines Leidensthema für mich. Charlie Day kennst du vielleicht? Weiß ich nicht, wahrscheinlich Nee. eher nicht. It's Always Sunny in Philadelphia, da ist er mir ans Herz gewachsen. Das kennst du auch Doch, nicht? Okay, doch, das das habe ich kennst du. schon gehört. Okay, gehört. Und ja, der spielt bei Pacific Rift, spielt er mit. Ich weiß gerade gar nicht, der ist in einigen größeren Filmen eigentlich noch drin, aber mir fällt gerade keiner ein. Auf jeden Fall hat der jetzt einen eigenen Film gemacht, Fool's Paradise, und der ist mehr oder weniger, der ist so gar nicht richtig in die Kinos gekommen, habe ich das Gefühl, aber der ist jetzt raus und der hat halt irgendwie einen Metacritic von 14%, glaube ich. Ich gucke es nochmal nach. Und das bricht mir ein bisschen das Herz, weil der ist mir so grundlegend sympathisch, 16% sind es. Und das soll halt, also ganz komisch ist, es soll so eine Satire auf Hollywood sein, aber die ist halt so kacke. Ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt noch Ja. nicht den Film gesehen, ich habe halt einzelne Szenen und den Trailer gesehen und das ist einfach da schon so scheiße. Das tut mir richtig leid, Alter, wenn du so einen Lieben hast, ja, den du sagst, und der hat da auch übelst die Star Power. Seine ganzen Freunde hat er angerufen, hat gesagt, hier, ich mache einen Film, macht mal mit. Und wenn es dann scheiße ist, das muss ja auch richtig unangenehm für ihn einfach sein, weißt Auch sowas höre ich immer nicht. Also ich finde Kritiken eh immer ganz, ganz furchtbar. Für mich, also wenn irgendwer gesagt hat, der Film ist richtig geil, finde ich die meisten scheiße und umgedreht. Oh, du Hipster. Nee, nicht mehr deswegen, aber ich mag es einfach nicht, vorher schon zu wissen, ob ein Film geil sein soll. Auch in Mario hat er Ja, mitgemacht. Ach. Luigi, den hast du eigentlich geguckt, Ja, ne? auf Englisch Ja, geguckt. Ach, hab ich ihn Luigi, auch das ist er. gehört. Also auf irgendwelche Kritiken gebe ich echt überhaupt nichts. Auch beim Theater. Ich habe mal ein Stück gesehen, ich weiß nicht mal, wie das hieß. Das fand ich richtig, richtig toll. Da habe ich dann eine Kritik dazu durchgelesen. Dann fand ich das Stück scheiße. Aber nur aufgrund der Kritik, weil mir dann Sachen aufgefallen waren, die mir nicht aufgefallen wären ohne diese Kritik. Deswegen lese ich die einfach nicht mehr gerne zu irgendwelchen Filmen. Aber ich Ja. lese die ganz gerne zu Musik tatsächlich, zu irgendwelchen Musikalben. Und ich bin ja eigentlich ein Fan von Madsen. So, und ich sehe auch die Kritik an Madsen, dass ihre Texte manchmal nicht über so Schulhof- oder Schulweltniveau hinausgehen. Aber ich habe es übelst genossen, gerade so von Visions, glaube ich, hieß das Magazin, mir Kritiken von denen durchzulesen, weil du da auch Hintergründe erfährst und nochmal Einordnungen und dann hörst du auch die Alben ganz anders. Also Musik lese ich sehr gerne Kritiken, aber nicht zu Filmen. Aber die Leute sind sich hier schon relativ einig. Also ich glaube nicht, dass das jetzt ein Mega-Banger-Film sein kann. Schauen die an, Robin, unvoreingenommen und Auch im guck Kino mal. auf jeden Fall nicht, falls der überhaupt kommt. Nee, aber gucken die echt an und versucht zu vergessen, dass viele Menschen ihn schlecht finden. Das hat nichts zu bedeuten. Na gut. Ja, ich habe sonst auch nichts weiter. Wir können auch einfach mal, ich weiß gar nicht, wann haben wir denn angefangen? Wir müssen ja eh 14. dann noch den Song reinballern und der Woche eine Note geben. Und das ist halt nicht viel, ne? Ja, also ich muss auch sagen, die Woche war jetzt nicht bombastisch. Dieses Rammstein-Thema zieht sich halt jetzt schon über ein paar Wochen und es ist immer, wo das ein bisschen mehr rauskommt. Aber der große Knall ist halt schon vorbei, ne? Ja, bei Rammstein wird jetzt weniger geknallt, das ist Das richtig. stimmt leider. Auch Berlusconi ist für mich jetzt kein wichtiger Tod, Nee, tatsächlich. nee. Er ist jetzt für mich nicht so auf dem Level von Queen oder, also von der Queen oder so. Ja, Trump wäre Deswegen. für mich ein wichtiger Tod. Das wäre wichtig, dass das mal passiert. Stimmt, Nein, stimmt. der soll nicht sterben, der soll bitte Schon schön. irgendwann. Nein, ja, der soll nicht unsterblich sein, aber der soll bitte noch so Konsequenzen
für sein Handeln spüren. Ja. Weil ich glaube, das ist echt einer von den Kandidaten, die einfach ihr ganzes Leben lang kein Nein gehört haben und immer sich irgendwie durchgewieselt haben. Und ich raff es nicht, wie das... Also, und wenn der jetzt hier auch wieder durchkommt, das ist einfach insane. Vor allem, was halt krass ist, in Amerika dürfen Leute, die im Gefängnis sind, nicht wählen. Aber... Aber gewählt werden. Also gewählt werden. Ihr passives Wahlrecht abbehalten. Er könnte Präsident werden, genau. Obwohl er im Knast sitzt. Das ist insane, Alter. Ja, dir wird quasi das Wahlrecht ab, also das aktive Wahlrecht bei dir aberkannt im Gefängnis. Aber du darfst dich aufstellen lassen. Ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist. Ich glaube, da geht das auch nicht, sich aufstellen lassen. Aber du darfst auf jeden Fall wählen, wenn du im Knast bist. Ich dachte auch nicht. Ich dachte, du musst Wahlrecht. Doch, das wäre doch. Das wäre doch. Das ist ja auch ein Freiheitsentzug, ne? Also, ja, das darf man nicht vergessen. Und keiner macht Wahlkampf im Knast. Wahlrecht, Gefangene. Rechte aus öffentlichen Wahlen zu erlangen, also die Wählbarkeit, nicht das aktive Wahlrecht. Also du, hier ist es genau anders. Ach, du darfst wählen, aber nicht gewählt werden. Ach, interessant. Und das ergibt viel mehr Sinn. Wer wegen eines Verbrechens zur Freistrafe mindestens einem Jahr verurteilt wird, verliert für die Dauer von 5 Jahren die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu begleiten. Okay. Ja, okay, verstehe. Wusste ich nicht. Aber... stimmt, mir fällt gerade ein, dass ich mal einen Vortrag gehalten habe an der Uni zum Thema Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen, dass die zum Teil ausgeschlossen worden sind, genau. Aber Leute, die halt im Gefängnis sitzen, dürfen wählen zum Beispiel. Da habe ich es als Beispiel aufgegriffen, stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Aber das finde ich auch völlig legitim, also nur weil jemand mal irgendwie eine Frau geschlagen hat oder eine Bank überfallen, hat der nicht irgendwie... Also finde ich schon. Und das Gefängnis ist ja auch zum Rehabilitieren. Ja. Und dann ist es okay, wenn die Leute wählen, wo in welche Welt sie entlassen werden, sozusagen. Aber stimmt. Aber keiner macht Wahlkampf im Gefängnis, fällt mir gerade ein. Das ist doch voll die Marktlücke eigentlich. Das stimmt. Ja. Hier, liebe Grüne oder so, wenn euch die Stimme jetzt fehlen für die nächste Bundestagswahl, geht mal ins Gefängnis. Es reicht ja schon, wenn du denen allen ein Stück Kuchen schenkst oder so. Irgendwas, was die da vielleicht nicht... Weil eine Kuchengabel oder so zum Ausbrechen. Ja, oder so ein Kuchen. Pfeile. Ja, genau, so eine Kuchen, ja. Und eine Pfeile drin ist, ja. Ja, mach das mal, liebe Leute. Also, das ist eigentlich noch das kann gehört. Doch dein Ding sein, dass du der große Knasti-Politiker wirst. Du setzt dich ein für alle Leute im Knast. Ich bin wählt mich und ich hole euch ein Jahr früher raus. Ich bin zu alt für die Politik. Ich bekomme jetzt öfter Nachrichten von Leuten auf der Straße so, ey Tino, nächstes Jahr ist wieder OB-Wahl in Weimar, trittst du an? Wo ich immer sage, ich hätte schon irgendwie Bock, aber ich lasse mal jetzt die jungen Leute mal irgendwie antreten. Ja. Und bin da jetzt einfach mal raus mit 29. OB ist eh was für Leute mit Vagina. Ist so, ne? Hm. Habe ich halt nicht. Also keine eigene. Ja. Also haben wir jetzt schon eine Zahl gesagt? Eher nicht, ne? Eine 1? Ja, eine 1 oder 2 oder sowas. Ja, eine 1 ist okay. Ich meine, komm, 1,5, da in Neuschwanstein oder was. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber das ist ach so, cool. Ja, es ist echt ein Tragödie. Das müssen wir jetzt hier mal wirklich einordnen, dass das nicht cool ist. Ja, macht man nicht. Also man schubst keine jungen Mädchen über welche Klippen. Das hat nicht mal Till Lindemann gemacht, als der abgelehnt nicht wurde. Nicht mal der, ja. Also was Till nicht macht, würde ich erst recht nicht machen. Also 1,5, ja. Ja. Dann lass uns kurz über Musik sprechen, denn wir haben ja eine Brennholz-Untermusik-Playlist auf Spotify. Die tatsächlich ausnahmsweise mal in der Beschreibung verlinkt ist, zumindest auf YouTube. Nice, wir haben auch schon 32 Likes auf die Playlist. Sie geht 6,5 Stunden, also man kann schon eine richtige Party füllen damit. Und sie erzählt quasi eine Chronik der vergangenen Podcasts und genau da möchte ich anknüpfen, denn für mich ist aktuell diese Woche am relevantesten meine Japan-Reise, denn ich habe einen Livestream darüber gemacht und eine erste Planung. Mein Ziel ist es, so leicht wie möglich unterwegs zu sein. Also unter 5 Kilo Rucksack wäre richtig geil, weil dann kommt ja noch 1,5 Liter Wasser rein und mein Skateboard, aber da stehe ich ja eher drauf, damit ich nicht so viel laufen muss. Und für 30 Tage unter 5 Kilo ist echt hart. Kann Marlene auch Skateboard fahren? Ja. Ah, cool. Die nimmt auch ihr Brett mit. Nice. Und das ist halt echt geil, weil du hast in Tokio hauptsächlich, die anderen Städte kenne ich ja noch nicht, ich denke, da wird es nicht groß anders sein, hast du komplett glatte Straßen, das heißt also nicht glatt im Sinne von, also auch glatt, aber eben ist das Wort, was ich sagen möchte. Du hast halt nicht, dass du mal bergauf fahren musst und mal bergab fährst, du hast es immer genau schön gerade. Alles gebügelt, ja. Genau. Und das heißt, du kannst schön durchrollen und während andere Leute 10 Schritte machen, machst du nur einen. Ah. Und dann ist das nicht so anstrengend. Das ist super geil. Richtig Bock. Deswegen machst du jetzt Big in Japan von Alpha Will. Nein, Japanese Boy von Annika, weil das einfach ein guter Song aus GTA Vice City ist. Von Annika? Ah, okay. Andrea Jürgens hat es gecovert. Die nehmen wir bitte nicht. Ich möchte das Original. Spellisten hinzufügen, Brenners Untermusik ist drin.
Ich habe einen Künstler für mich entdeckt, weil ich jetzt ein bisschen wieder auf neuer Bandsuche bin, weil ich jetzt Rammstein nicht mehr hören kann. Und die hat echt von meinem Hörgenuss Lanza ist für mich entdeckt. Immer viel quasi ausgemacht in meinem Hörverhalten. Und ich habe auch ein Faible für österreichische Musik, ja. Österreichische KünstlerInnen, so gerade so Falco und so. Das sind ja alles so meine großen Helden. Und auch Wanda höre ich gerne, Bilderbuch. Und kennst du den Song? Nein. Cordula Grün. Natürlich. Den tun wir nicht in die Playlist, keine Sorge. Der ist schon tausendmal gehört worden. Da hätte sich Herr Rotes aber gefreut. Toll. Aber ich bin so ein Fan davon, von irgendwelchen Künstlern, die einen bekannten Hit haben, mal die anderen an sich anzuhören. Ne? Dieses Hit-Wonder waren, wie er auch gefühlt. Ne? Also Josh heißt der Sänger. Und der hat richtig geile Musik gemacht, tatsächlich. Und ich habe 3 Songs von dem, wo ich mich gerade nicht entscheiden kann, welchen ich reintun soll. Dann suche ich den aus. Ich würde es bei dir überlassen. Na, dann musst du, ja, Nee, anhand der Titel musst du es. Und zwar einmal Chianti und Espresso. Chianti heißt das aber. Das ist Absicht in dem Song tatsächlich. So. Chianti und Espresso, also Espresso auch, das ist Absicht. Dann Ring in der Hand und Martina. Die 3 Songs. Martina, Ring in der Hand oder Chianti und Espresso. Wir nehmen Ring in der Hand, denn das passt, denn dieses Wochenende ist, soweit ich weiß, Pre-Release der neuen Magic-Edition mit Herr-der-Ringe-Theme. Ah, siehst du? Das ist gut, da haben wir es auch thematisch aufgegriffen. Ist ein echt geiler Song. Er hat einen so leichten Wiener Dialekt, hat auch viele Songs, wo es auch um Österreich, also so um wienerische Personen geht und so. Es ist echt tolle Musik, toller Künstler, sehr sympathisch auch. Und er ist auch, wie gesagt, aus Wien. Und da gibt es dieses Donauinsel-Konzert, halt, wo man so die größten Stars aus Österreich auftreten dürfen. Und da ist auch Falco aufgetreten mit seinen schwarzen, nach hinten gegelten Haaren, schwarzes Hemd, schwarze Hose. Und eine Gitarre quasi. Und letztes Jahr ist auch Josh aufgetreten auf der gleichen Bühne. Haare nach hinten gegelt, schwarzes Hemd, schwarze Hose und eine Gitarre. Und er wirkt echt wie der junge Falco, wo ich dachte, geil, Alter. Ja, ja. Er tritt in die Fußstapfen. Also Josh, feini, coole Musik. Hört euch Ring in der Hand an. Und auch von Aneka, Japanese Boy. Nächste Woche Vergewaltigungsskandal bei Josh. Oh, ich hoffe nicht, irgendwie reißt langsam. Ich meine, mich hat es bisher nicht oft betroffen bei irgendwelchen Leuten, ja, die ich gut finde, dass sie abgedriftet sind so, oder die scheiße geworden sind. Aber Rammstein ist echt so, das hat mir echt so das Fundament weggezogen. Manchmal dachte ich mir so, ja gut, ist doch nicht so schlimm, wenn jetzt irgendwie, den höre ich nur so ein bisschen, weiß ich nicht. Shania Twain zum Beispiel, die höre ich ganz gerne. Wenn die jetzt irgendwie rauskommt, die ist jetzt irgendwie Bro White oder so, weißt du? Oder Right Wing. Also White Ring. Sie ist jetzt ein Whitey Bro. Wenn du dir so eine Pyramide vorstellst aus irgendwelchen Würfeln, so, ne? Wäre die eher so oben. Macht mir nichts aus, kommt halt neue oben drauf. Aber Rammstein sind echt so das Fundament. Die erste Falco Rammstein waren so mein musikalisches Fundament. Ja, ja, ja. Da ist einiges zusammengebrochen in meinem Leben. Die 5 Säulen des Islam. Ist bei mir echt so. Ich weiß gar nicht, wie viele Säulen das sind. Das ist zu lange her. Ganz viele jedenfalls. Waren es auch 10? Nee, es waren 7 oder so. Säulen des Islam. Vielleicht waren es auch nur 3. Es sind 5. Habe ich 5 als erstes gesagt? Kann sein, weiß ich gar nicht. Ich glaube schon. Das ist bestimmt. Wahrscheinlich. Gut. Wir haben es geschafft für heute, liebe Leute. Ich bin nächste Woche wahrscheinlich nicht mit dabei, weil ich auf Fortbildung bin in Göttingen und auch nicht Zeit haben werde, es aus der Ferne zu machen. Ja, also wundert euch nicht, wenn der Podcast nicht kommt, dann kommt er etwas später mit dem Herrrats zusammen. Genau. Schön. Freue ich mich mal drauf, weil ich auch ganz gerne den Podcast höre, wenn Ruhe das da ist. Da kann ich mich mal fühlen wie einer von euch. Ja. Von der Unterschicht quasi. Und dann kannst du dich auch nicht mal waschen. Ist so, wascht euch, liebe Leute. Es ist echt warm draußen derzeit. Die letzten Tage nicht ganz so krass, aber es wird wieder richtig warm. Also duscht euch. Nicht mit so aggressivem Shampoo bitte, sondern nehmt echt so pH-neutrales Zeug. Und Deo nutzen. Okay. Hörst du die Musik? Die höre ich. Nicht Rammstein. Tschüss. Nicht mehr. Tschüss.